Gemma, Tim Drake, Assassin's Creed Odyssey. Wir spielen die Questreihe Vergessene Geschichten, die Verführung eines Bruders. Gut gekleidet für Charon. Und zwar wurden wir von dem einen der beiden Brüder ja gebeten, die Rüstung des verstorbenen Vaters wieder zu beschaffen, um ihn das letzte Mal zu ehren bei seinem Begräbnis. Also machen wir uns auf den Weg zum Händler. Wir sollen ja einfach nur sagen, wem die Rüstung gehört, und dann sollen wir die auch recht schnell erhalten. So, vor dem Händler direkt sind zwei Silos, die können wir noch einmal schnell zerstören. Das kostet ja auch keine große Zeit, um den Start letztendlich ein bisschen zu schwächen. Und dann machen wir uns auf zu dem Händler und schauen mal, ob es wirklich so ist, wie Timotheus sagte, dass wir dem einfach nur sagen sollen: Komm, gib die Rüstung her. Der Vater, der Bruder, der ist tot. Sei gegrüßt. Hast du Athena Rüstung zu verkaufen? Sie ist für Diokles Begräbnis. Timotheus kann die Rüstung seines Vaters zurückkaufen, wenn er will. Billig wird das nicht. Wie meinst du das? Diokles verkaufte mir seine Rüstung erst kürzlich. Timotheus sagte, die Rüstung wurde gestohlen. Also, ich habe sie hier, ich bin kein Dieb. Ich habe sogar noch eine Athena Rüstung. Nicht ganz so schön, aber für den Begräbnis oder für das Begräbnis reicht sie sicher. So, jetzt können wir uns entscheiden, kaufen wir beide Rüstungen, die günstigere, oder geben wir unsere Drachmen aus oder töten den. Weil wir so nette Typen sind, sagen wir: Komm, wir haben so viele Drachmen auf unser Konto. Wir kaufen das, finden wir oben in der Truhe. Ist ja etwas für etwas Gutes, nämlich für das Begräbnis des Vaters der beiden Brüder. Also haben wir die gekauft. Und ich kann nochmal kurz einen Link reinmachen in die vorangegangene Mission. Damit sind wir gut gestartet, haben den Questgegenstand. Bis zum nächsten Mal, Gamer Tim Drake.